Jahren habe ich in Heidelberg mit dem Studium der evangelischen Theologie begonnen. Ich erinnere mich an diesen Raum bei den Philosophievorlesungen und deswegen verbinde ich mit diesem Ort sehr viel. Rassismus war damals ein fremdes Wort, das wir mit der Kolonialzeit und dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht haben. Heute markiert Rassismus die Ursache für zentrale politische Verwerfungen. Die tiefsitzende Ablehnung von Muslimen in Polen, Ungarn oder der Tschechischen Republik. Die Abgrenzung von Europa durch den Brexit. Die Wahl von Donald Trump. Die anstehenden Wahlen in Holland, Frankreich. Und danach auch in Deutschland. Weltweit erleben wir eine geballte Zunahme von Nationalismus. Ob in Indien, Südafrika, USA oder Russland. Minderheiten werden ausgegrenzt. In Europa sind es häufig Flüchtlinge, insbesondere Roma und Muslime. Seit 22 Jahren weisen wir durch Veranstaltungen zum UN-Tag gegen Rassismus auf die Gefahren von Rassismus hin. Vor 3 Jahren haben wir auf Initiative des früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus gegründet. Daraus ist eine beachtliche Bewegung gegen Rassismus entstanden. Im März letzten Jahres hatten wir bundesweit über 1600 Veranstaltungen. Nirgendwo in Europa gibt es mehr solcher Veranstaltungen. Darüber können wir uns freuen. Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Rassismus kann überwunden werden, aber dies erfordert enorme Anstrengungen. Alle gesellschaftlichen Bereiche sind herausgefordert, wenn Rassismus und Gewalt nicht weiter zunehmen sollen. Uns dürfen die jeweils etwa 1000 Angriffe auf Flüchtlingswohnheime in den letzten 2 Jahren nicht zur Ruhe kommen lassen. Mit Terror wird die systematische Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt bezeichnet, um Menschen gefügig zu machen. Von Terrorismus sprechen wir, wenn Gewalt ausgeübt wird. Den Terror gegen Flüchtlinge dürfen wir nicht hinnehmen. Wir dürfen ihn auch nicht verschweigen. Genauso wenig, wie wir das mit dem Terror von Kriminellen tun, die sich dabei auf den Islam berufen. Terror ist Ausdruck einer Menschenverachtung, die rassistische Wurzeln hat. Rassismus bedroht unsere Demokratie, die Menschenrechte und Europa. Aktiv sein gegen Rassismus bedeutet Engagement für die Demokratie, die Menschenwürde, den europäischen Zusammenhalt und für den Frieden. In Deutschland gibt es in unseren Tagen ein erfreuliches ehrenamtliches Engagement, das eben angesprochen wurde. Historisch beispielhaft erlebten wir das bei der Aufnahme von Flüchtlingen. In den letzten Jahren haben wir besorgt nach Dresden geschaut, wo Tausende Gegenflüchtlinge und Muslime auf die Straße gingen. Inzwischen entwickelt sich Dresden nach Karlsruhe zu der Stadt mit den meisten Aktivitäten zu den UN-Wochen gegen Rassismus. Fast 100 Veranstaltungen wurden uns von dort gemeldet. Und von Pegida ist erfreulicherweise weniger zu hören. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus setzen sich durch. Und das gilt hoffentlich bald auch gegenüber der AfD. Ich hoffe, dass diese Aktionswochen ein Start für die Mobilisierung gegen diese rassistische Partei sind. Rassisten dürfen unser Land nicht erneut kaputt machen. Unsere Stiftung hat in diesem Jahr damit begonnen, Personen des öffentlichen Lebens darum zu bitten, bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus selbst aktiv zu werden.
Bereits jetzt haben sich dafür Persönlichkeiten engagiert, wie der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, zwei frühere Bundestagspräsidenten, Bundesministerin Manuela Schwesig oder der Gründer der Hotline für besorgte Bürger, Ali Khan. Von diesen Aktiven bei Prominent gegen Rassismus nehmen heute in dieser Aula der Oberbürgermeister von Heidelberg teil, Dr. Theo Zwanziger, die Fußballnationalspielerin Celia Sasic, unsere diesjährige Botschafterin der UN-Wochen gegen Rassismus, Professor Dr. Herbert Prantl und Jagoda Marinic. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Matthias Müller, ist verhindert und wird von Michael Scholling vertreten, der extra deswegen aus Wolfsburg gekommen ist. In den ausgelegten Flyern können Sie die bisherigen 42 Mitwirkenden von Prominent gegen Rassismus einsehen. Diese Prominenten dokumentieren mit ihrem Engagement, die Überwindung von Rassismus ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Zusammen können wir das schaffen. Ihnen danke ich für die Teilnahme und das Engagement bei den vielen Veranstaltungen in Heidelberg und anderswo. Viele Menschen sind in den kommenden Wochen bundesweit aktiv und viele werden sich darüber hinaus bei dem kommenden Wahlkampf engagieren. Sie setzen sich ein für eine Zukunft in Frieden und ohne Gewalt. Ihnen und den 1000 Ehrenamtlichen sage ich dafür Danke. Ein Stück aus dem Iran, ein Stück, das Ashkan geschrieben hat, selbst geschrieben. Duset Doran, was heißt das? Ich liebe dich. Thank you.
So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Mitmacherinnen und Mitmacher der Wochen gegen Rassismus 2017. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unseren Einladungen gefolgt sind. Und damit meine ich nicht nur heute zu dieser bundesweiten Auftaktveranstaltung, sondern vor allem auch mit 80 Veranstaltungen allein in Heidelberg im Rahmen dieser Aktionswochen. Wir haben selbst nach Deadline dieses Termins noch Leute, Gruppen, Aktive gehabt. Wir haben Anfragen aus der Region gehabt, die alle mitmachen wollten. Wir mussten sagen, das Programmheft ist jetzt leider im Druck, wir können nicht mehr. Aber an dieser Stelle, es wurden ja alle beklatscht und es ist gut, auch Tage zu haben, an denen man sich beklatscht und sich vergewissert, dass der Weg, den man geht, gut ist. Und von meiner Seite nochmal herzlichen Dank allen Mitmacherinnen und Mitmachern, die sich hier in diesem Programmheft aktiv beteiligt haben. Ein Applaus für Sie bitte. Ich freue mich, dass Oberbürgermeister Dr. Würzner zum vierten Mal die Schirmherrschaft übernommen hat und heute bei uns ist. Ich danke Jürgen Miksch und seinem Team für die reibungslose Zusammenarbeit und meinem Team, das ein kleines Team ist, für diese großartige Unterstützung. Ganz besonders danke ich auch dem Rektorat der Universität Heidelberg dafür, dass sie es uns möglich gemacht haben, heute in diesem altehrwürdigen Raum zu eröffnen und noch mehr Menschen einzulassen, als es bei uns im interkulturellen Zentrum möglich gewesen wäre. Und nun, um es kurz zu machen, ein Applaus. Und nun komme ich schon zu unserem Gastredner, zu Professor Dr. Herbert Prantl. Herzlich willkommen ein zweites Mal in Heidelberg. Er war schon, ja, bitte. Er war schon vor knapp 2 Jahren hier, quasi in der Nachbarschaft gegenüber, und hat in einem für viele unvergesslichen Abend die Heidelberger Flüchtlingsgespräche eröffnet. Auch das war ein Abend, wo die Menschen vielleicht ein bisschen Richtungsweisung brauchten. Die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb damals, diese Stimme berührt Heidelberg. Sie titelte sogar so, ja, diese Stimme berührt Heidelberg. Und sie macht Heidelberg denken. Und sie macht Heidelberg Mut. In Zeiten wie diesen, in denen man nicht weiß, ob man, wie nach dem Brexit, in einer anderen Welt aufwacht, als in der man noch zu Bett ging, sind solche Stimmen unverzichtbar. Sie sagen einem nicht, wo es lang geht, wie gerade einige Herren es gerne tun würden. Sie zeigen einem Wege auf, die man vielleicht gehen könnte. Vor allem aber erklären sie diese Wege. Sie bieten Unterstützung, eine Haltung zu entwickeln, aus der heraus man handlungsfähig wird. Herbert Prantl tut dies nicht erst seit gestern. Er ist in diesem Sinne eine der loyalen Stimmen in der Ausländerpolitik, in der Asylpolitik. Maßgebliche Gesetzesentwürfe zur deutschen Ausländerpolitik prüfte er kritisch und veröffentlichte kritisch seine Meinung. Er scheut keine Auseinandersetzung, im Gegenteil, wenn es darum geht, sich auf die Seite des Grundgesetzes zu stellen. Was dem Kapitän auf hoher See sein Kompass ist, das ist Herbert Prantl sein Grundgesetz, scheint es. Er ist deutscher Jurist, Journalist und Autor. Man muss ihn nicht mit Preisen ehren, und doch erwähne ich drei. Er hat den, nee, zwei. Hildegard Hambrücher Preis für Demokratie und die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber. Ich freue mich und Jürgen Miksch mit mir sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, heute Abend nochmal hier in Heidelberg zu kommen und die Internationalen Wochen gegen Rassismus zu eröffnen. Und ich übergebe mit Freude das Mikrofon. Herbert Prantl. Liebe Freundinnen und Freunde der Grundrechte und der Menschenrechte, liebe Streiterinnen und Streiter gegen Rassismus, gegen Fremdenhass und gegen die Primitivierung des Abendlandes, liebe Freundinnen und Freunde einer rechtsstaatlichen und demokratischen Zukunft, einer Zukunft, in der die Menschenrechte Recht bleiben, und in der wir in friedlicher europäischer Nachbarschaft dieses Recht stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute von Heidelberg, das frühe 21. Jahrhundert ist ein merkwürdiges Zeitalter. Zivilität und Aufklärung hochentwickelt, aber offenbar nur bedingt abwehrbereit, ringen überrumpelt mit ihren Verächtern. Diese Verächter führen das große Wort
das im Internet via Facebook und Twitter noch viel größer gemacht wird, als es ist. Und der 45. Präsident der Vereinigten Staaten geriert sich als ihr bellender Wortführer. Die Verfassung der Vereinigten Staaten hätte, könnte sie die Farbe wechseln, rot werden müssen vor Scham, als Donald Trump den Eid auf sie leistete. Schon sein Wahlkampf hat gezeigt, dass ihm diese Verfassung nichts bedeutet. Er hat die Rechte der Minderheiten verhöhnt und die Religionsfreiheit missachtet. Er hat die Frauen verächtlich gemacht und seine politische Konkurrentin bedroht. Der Glaube an die Stärke des Rechts, der sich in der sogenannten westlichen Welt seit 1945 entwickelt hat und diese westliche Welt leidlich zusammengehalten hat, wird angegriffen vom asozialen alten Glauben an das Recht des Stärkeren. Der wiederum wird gespeist von neuen nationalistischen Egomanien und Egoismen. Die universalen Menschenrechte, niedergeschrieben in wunderbaren Pakten und gehütet von wunderbaren Gerichtshöfen, verlieren an Bürgen, die bisher für ihre Verbindlichkeit einstanden. Der sogenannte Rechtspopulismus, eine niedliche, eine verharmlosende, eine unzulässig verallgemeinernde und daher falsche Bezeichnung für eine gefährliche Sache, ist eine Entbürgerungs- und Entbürgerbewegung. Er ist eine Entrechtungsbewegung. Wir leben in einer Zeit der negativen Renaissance, einer Zeit der Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien. Man liest nachdenklich den Satz, den Franz Grillparzer 1849 geschrieben hat. Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität. Und man ahnt und weiß, dass die Humanität wieder bedroht ist. Massiv, wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Sie ist bedroht von gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, Pflegelei und Unverschämtheit, von der Verhöhnung von Anstand und Diplomatie. Sie ist bedroht von einer oft sehr rabiaten Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Menschen zustehen, dem einheimischen Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner. In den Gesellschaften vieler Länder, in Europa wie in den USA, werden aggressive, verachtende und dummdreiste Reden geführt. In vielen Staaten haben Parteien Zulauf, die mit solchen Tönen werben. Warum haben sie Erfolg damit? Weil diese Töne auch als Protest gegen grassierende Missstände und als Indiz für Tatkraft gewertet werden. Weil das Vertrauen in die herrschende Politik geschwunden und verschwunden ist. Die Sehnsucht nach einer Politik, die Hoffnung macht auf eine gute Zukunft, auf Arbeit, Sicherheit und Heimat in einer globalisierten Welt, darauf also, dass die persönliche Future great again wird. Diese Hoffnung wird von der klassischen Politik zu wenig befriedigt. Weil es dort keine große Zukunftspolitik gibt, halten sich viele Wähler an sogenannte Populisten, an Großversprecher also, an solche, die Amerika, Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Polen, die Niederlande oder Österreich great again machen wollen. EU-Länder sollen groß werden, indem sie sich wieder klein machen. Vielleicht gibt es schönere Zeiten, hat Jean-Paul Sartre gesagt, aber dies ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Im Frühjahr dieses Jahres 2017 steht man an der Schwelle vom Zweifel zur Verzweiflung. Es ist, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der die bisherigen Sicherheiten wegsaugt. Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdogan und Trump, als säßen dort die Populisten und die Nationalisten, diejenigen also, von denen man glaubte, dass ihre Zeit eigentlich vorbei ist. Es ist, als saugten sie die bisherigen Grundgewissheiten weg und den Boden der Gewissheiten gleich mit. Die Welt wird, so scheint es, bodenlos. Aber es gibt eine Pflicht zur Zuversicht. Es gibt eine Pflicht zur Zuversicht, meinte Kant. Es bestehe auch in schwierigen Zeiten eine gewisse Pflicht zur Zuversicht. Und deswegen sind wir hier.
es gibt eine Pflicht zur Zuversicht. Die Zuversicht hat es nicht leicht. In der Türkei gibt es neue Hexenjagden. Auf den Philippinen protzt ein Präsident damit, dass er ein Mörder ist. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten schwärmt von den Vorteilen der Folter. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich und sei es auch langsam weiterentwickeln, der Glaube an den Fortschritt der Aufklärung ist erschüttert. Er hat tiefe Risse. Das Frühlingsgefühl 2017 ist daher nicht wohlig, sondern bang. Es ist das Gefühl existenzieller Unsicherheit. Es ist das Gefühl, dass unvermittelt die Barbarei durch die Risse kriechen könnte. Aleppo, der Südjemen, der Südsudan, Afghanistan, Mosul, das alles ist tausende Kilometer weg. Aber die eigene Hilflosigkeit ist oft schon nahe. Man wendet sich frustriert ab von der Außenpolitik. Man wendet sich der europäischen und der deutschen Politik zu. So richtig wohlig wird es einem dann auch nicht. Wenn die CSU ein Integrationsgesetz schreibt,